Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4. Ich nehme direkt auf, nachdem ich die letzte Folge beendet habe, denn ich habe jetzt nach Wänden gesucht, habe leider keine gefunden, die mir irgendwie großartig gefallen haben. Das gefällt mir auch übrigens gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist so schlimm. Vor allem, guckt euch diese Wand an. Die ist nicht schön. Die ist einfach nicht schön. Ach, Fallout hätte so gut werden können. Aber das neueste Fallout steht ja fast schon in den Startlöchern. Ich freue mich. Wir werden das natürlich so schwer wie möglich spielen wieder. Ich glaube, nee, da gibt es sogar keinen Schwierigkeitsmodus, glaube ich, ne? Naja, wir gucken uns nochmal die Strukturen hier an. Die Holzstrukturen. Seht ihr, das hier ist eine Wand. So eine Wand hätte ich gerne. So eine richtig schöne Wand. Es gibt es anscheinend nur in Kombination mit diesem Scheiß. Und das finde ich echt kacke. Ich glaube, mir wurde gesagt, ich soll die Vault-Sachen angucken. Ich weiß nicht, kriegt man die schon so früh? Haben wir die überhaupt? Da. Was ist denn das für eine löchrige Scheiße? Was haben wir denn? Metall, Beton. Es ist Beton hier, oder? Das hier ist doch für die Vault. Oder? Oder ist das das DLC? Ich glaube, das ist das DLC, ne? Mit den Tierchen. Lagerhaus, Stall. Ja, gut, Stall. Haben wir auch nichts Großartiges hier. Wobei die Eckwand sieht auch wieder gut aus, aber. Hier gibt es ja keine normale Wand. Schade. Oder? Oh. Oh, guckt euch das an. Die ist nahezu normal. Sie ist zwar ein bisschen überdimensional, aber ich denke, damit kann ich leben. So, andersrum, so. Andersrum, bitte. Ach, ich hasse dich, Spiel. Oh, ich hasse dich so sehr. Wieso ist denn die hässliche Seite drin? Wer will denn die schöne Seite draußen haben? Ja gut, wenn man einen Stall baut, kann ich das ja irgendwo nachvollziehen. Ach, diese dreckigen Subjekte. Ich drehe durch, Freunde, ich drehe durch. Oh, was ist das denn? So eine coole Wand. Stalltüren. Stall sonstiges. Wieso machen die mir das Leben schwer? Ich verstehe, das ist ein Toilettenhäuschen. Wow. Gerüst. Güterwagen. Strukturen, ja, Türen. Also an Türen fehlt es hier auf jeden Fall nicht. So viel kann ich sagen. Ja, Zäune gibt es auch nichts Großartiges. Wenn ich einen hübscheren Zaun finde als den hier, dann werde ich den definitiv nehmen. Ja, vielleicht müssen wir den auch erst finden. Ich glaube, viele Sachen konnte man in diesem Spiel auch finden, ne? Fahrstuhl. Räder. Ne? Und es stellt einen Räder-Außenposten für den Rudel. Warte, was? Was? Keine Ahnung, was der Scheiß soll. Aber gut, ich glaube, wir werden nicht fündig. Wisst ihr, ich hätte auch kein Problem damit, den hier zu verwenden. Warte, wo ist der? Da. Ich hätte kein Problem damit, aber ich kann den hier halt nicht mit einrasten. Das ist das große Problem. Ja, da geht's, aber da interessiert es halt niemanden. Ja, wow, hier können wir eine Tür durchmachen. Okay, Freunde. Ach, es gab ja ein Update, stimmt. Ich habe gerade ein Update runtergeladen für das Zeug, wo man Sachen löschen kann. Und deswegen kann ich wieder ein paar mehr Sachen löschen. Ja, nice. Ein paar hässliche Sachen weniger. Ah, schönes Update. Ah. 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 Und die kleinen Brocken kann ich nicht entfernen. Danke für gar nichts, ey.
Aber können wir wenigstens den Platz hier wieder ein bisschen schöner machen, ne? Auch ein bisschen hier Ladezeit wegnehmen von dem ganzen Quatsch. So. Die Platte geht auch noch weg. Guck mal, wie schön wir es hier haben könnten. So schön. Aber ich glaube, das wird mir gleich da noch helfen. Wenn ich das da gleich noch entferne, haben wir da, glaube ich, nochmal ordentlich Platz zum Bauen. Was echt schön wäre. Und vielleicht kann ich... Oh, vielleicht kann ich da drin auch noch ein bisschen was entfernen. Das wäre großartig. Oh ja. Eine ganze Stufe an Hässlichkeit weniger. Oh, ist das schön. Schade. Damals gab es eine Version, da hat man noch Ressourcen noch bekommen. Oh, ich kann das abbauen. Sollte ich das auch abbauen? Ja, warum nicht? Komm. Alles weg, dass keine Miete zahlt und hässlich aussieht. Macht es jetzt hier auf der Seite wahrscheinlich nicht besser, weil hier alles fliegt, aber egal. Später ist hier alles eh verbaut. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir werden auch hier weiterhin noch spielen, auch wenn das neue Fallout kommt. Denn ich muss sagen, für mich ist... Das Let's Play, was ich hier gerade mache, ist für mich momentan einfach pure Entspannung. Ich weiß nicht, ich finde das einfach toll, hier ein bisschen rumzulaufen, hier nichts zu machen. Ja. Die Säule hier würde ich behalten, ne? Man muss ja nicht alles entfernen. So, wie sieht's hier aus? Ja, 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 Gott, danke. Ah, oh, dieses Update. Nur weil ich gerade nach Mods geguckt habe, habe ich gesehen, dass da ein Update dafür ist. Ah, oh, wir können sie schöner machen. Und für dich finden wir auch noch irgendwann einen Stall. So, das hässliche Gras entfernt. So, okay, okay, so viel dazu. Dann können wir ja hier doch irgendwie langsam anfangen, ordentlich zu bauen, wa? Oh, ich hoffe, das hat das untere nicht entfernt. Puh, okay. Das untere würde ich nämlich gerne behalten. So, weil wenn wir das hier jetzt entfernen... Tada! Haben wir hier eine Menge an Platz. Hier ist auch noch Müll. Kann ich springen? Kann ich. Also ich wusste, dass man springen kann, aber ich wusste nicht, ob ich schlau genug dazu bin. Noch mehr Müll. Okay, wir müssen auf jeden Fall bis hier nach oben kommen. Also ich würde gerne... Ich würde sehr, sehr gerne hier so abschließen. Das Problem ist aber auch diese Tür, ne? Es müsste eigentlich alles perfekt... Es ist halt nicht so einfach. Und es ist nicht so einfach jetzt zu entscheiden, wie wir vorangehen. Weil ich könnte das... Ich könnte hier halt... Oder ich könnte das mit einer Treppe vielleicht regeln. Dass ich... Ich mache erstmal kurz die Türe zu. Moment. Wir machen kurz die Türe zu. So, wenn wir die Tür jetzt öffnen, geht es hier in die andere Seite auf oder geht es hier lang auf? Geht hier lang auf. Ich würde die Tür am liebsten entfernen, ganz ehrlich. Aber es geht nicht. Ach. Also. Nehmen wir mal an, wir packen hier so ein Ding ins Kirchenzinn, ne? Sieht, glaube ich, gar nicht so schlimm aus. Wenn es perfekt hier so dran liegen würde. So, es liegt hier zwar jetzt perfekt dran. Und die Tür ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber es muss ja auch perfekt mit dem gerade sein. Oh Gott. Eventuell müsste ich die ganzen Platten entfernen, neu setzen. Weil ich ja auch privat machen kann. Das ist ja kein Problem. Also, sagen wir mal, wir möchten weiterbauen. Einfach... Wo bin ich? Also. Sagen wir, wir wollen weiterbauen und bauen einfach mal... weiter in die Richtung. Ihr seht schon, was ich vorhabe, dass hier halt so anliegt und dass man das alles so verbinden kann, dass hier dann irgendwie mal eine Treppe entsteht,
Nur das wird halt schwer mit der Treppe vor allem. Wenn es alles nicht hinhaut. Es sieht schon gut aus. Okay, versuchen wir einfach irgendwie mal eine Treppe hier ranzubauen. Ey, das passt ja perfekt. Ist ein Witz, oder? Echt jetzt? Das passt? Das. Ja, eigentlich passt es ja nicht. Wenn wir das jetzt wegnehmen. Ihr seht schon, hier entsteht so, schon so eine kleine Lücke, die wir eventuell sogar überbrücken können. Ich weiß, wir machen heute nicht allzu viel, außer hier ein bisschen rumgebastelt, aber ich finde es halt auch wichtig, auch mal ein bisschen rumzubasteln. Wie wir sehen, es passt schon eher, da wird schon eine Lücke entstehen. Ist jetzt nicht so der Knaller, aber da ist das Problem halt. Ist halt so ein bisschen in der Luft. Da liegt was in der Luft, in der Luft, in der Luft. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, ich brauche einen Plan. Ich muss nachdenken. Ja, das haut auch nicht hin, ne? Ich meine, man kann hier hochgehen. Aber es sieht halt scheiße aus. Es sieht halt scheiße aus, egal wie du es drehst oder wendest. Es sieht halt einfach kacke aus. Aber es wäre der beste Weg, um hochzukommen. Wisst ihr was? Wir ignorieren einfach mal diesen Fakt, dass es alles noch nicht perfekt passt. Und wir tun einfach mal so, als würde es perfekt passen. Und bauen einfach mal weiter. So. Benutzen wir diesen Flügel nämlich hier als Lekonstrukt. Oh. Oh. Oh, kann, das kann man nicht entfernen, oder? Oh. Problem gelöst. So. Nicht die beste Lösung, ich gebe es ja zu, aber es ist eine Lösung. Gut. Haben wir diese Seite auf jeden Fall schon mal sehr gut hingekriegt. Wir können hier sogar einmal rumgehen, ne? Oha. Oha. Oh. Oh, wie sieht es jetzt hier drinnen aus? Nicht weiter schlimm, alles in Ordnung. Cool, ich kann das hier reinbauen. Das ist cool. Wie es hier drinnen aussieht, ist natürlich eine andere Sache. Ja, ja, Nur mal so rein theoretisch. Kann man nicht? Nein, schade. Nur mal so mal rumprobieren, was wir für Möglichkeiten haben. Wir haben sowieso bald keine Ressourcen mehr, weil sie uns flöten gehen. Können wir auch ein bisschen ausprobieren, wie weit wir denn kommen. Was für Möglichkeiten wir haben. Guckt euch das an. Wie perfekt passt das bitte? Ich meine, außer dass es natürlich ein bisschen schäbig aussieht, aber das passt halt einfach perfekt mit der anderen Seite zusammen. Und wenn wir diese hier entfernen, ne? Und stattdessen die kleinen dahin machen. Das passt ja auch. Das passt so. Guckt euch das an, wie das perfekt darauf passt. Es ist, als wäre das gewollt von mir. Als hätte ich das geplant. Was natürlich auch so ist, Freunde. Ist alles geplant. Ist alles geplant. So. Ja, cool. Kann man hier so raufgehen? Ich meine, hier wird natürlich ein kleines Geländer entstehen. Klar, logisch, dass das jetzt nicht so bleiben wird. Vielleicht packe ich da irgendwie so eine Statue hin oder so. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich inspirieren, wenn ihr irgendwie Mod-Vorschläge habt, die das Ganze ein bisschen aufbauen und unsere kleine Stadt, die wir hier zusammen basteln, dann könnt ihr sie mir natürlich schicken. Das hier machen wir jetzt einfach nur provisorisch.
Ich werde da hoffentlich noch eine andere Lösung finden. Wir sprechen gar nicht gar nichts. Aber vielleicht. Vielleicht. Wir wollen ja sowieso nur diesen Bereich hier drin haben. Also bis. Bis hier so hin. Können wir hier nämlich einfach eine Mauer lang ziehen? Warte, wie weit bist du hier? Aber ihr trefft euch auch so ziemlich, ne? Eventuell müssen wir nicht viel verändern. Ich würde nämlich hier gerne einen abgeschirmten Bereich machen, sodass hier quasi so eine Chillout-Area ist. Da, keine Ahnung, irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie Bots finde oder so, die ich hier reinstellen kann. Müssen wir gucken. Ich muss nochmal die richtigen Mods durchgucken. Ich habe jetzt nur die Mods hier im Spiel angeguckt. Das heißt, wo die du im Hauptmenü halt zugreifen kannst. Und das war's. Und da sehen wir eigentlich, wie unterschiedlich das aufgebaut ist. Krass. Mal gucken. Vielleicht können wir das auch noch irgendwie verschleiern. Das wird sich alles noch im Laufe der Zeit aufbauen. Ich werde das hier wohl irgendwie verändern müssen. Oder auch nicht. Glaube, das reicht, wenn wir hier einfach eine Mauer lang ziehen. Müsste rein theoretisch reichen. Ich kann doch. Nee, ich kann hier nicht reinbauen. Aber ich könnte hier weiterhin bauen. Interessant. Aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja hier komplett den Bauer durchziehen, ne? So, dann müssen wir auf jeden Fall wieder nach oben. Wir müssen hier wahrscheinlich auch kleiner aufbauen, ne? Ah, der Größenunterschied. Oh. Alter, das ist eine große Platte. Oh Gott, was habe ich getan? Oh mein Gott. Ich bin so blöd. Ja, das passt doch wieder. Eigentlich passt das. Also, wir nehmen es einfach so hin, wie es ist, ne? Das wird schon irgendwie passen. Wir kriegen das hin. Wie wir das mit den Lichtern später regeln, werden wir auch sehen. Wo laufe ich denn hier gegen? Achso, gegen den Schlafenden. Packen das erstmal hier so hin, ne? Verschönern kann ich später alles immer noch. Hauptsache erstmal, es steht, wie es geplant ist. So. Dann können hier auch wieder große Platten hin. Unglaublich viel Holz ich habe. Ja gut, Sanctuary hatte noch einiges an Holz übrig, ne? Ich darf aber nicht vergessen, dass meine eigentliche Mission ist, so eine Waffenschmiede aufzubauen. Halt, Moment. Die hier kann ich auslassen. Ja, vielleicht nicht alle. Genau, die Treppe wollen wir auch gleich nochmal ausprobieren. Machen wir das jetzt mal zu Ende. So. Sehr schön. Machen wir erstmal so. Später können wir immer noch umplanen, ne? Dann brauchen wir die großen Klötzchen. So. Wir werden heute auf jeden Fall gleich noch losgehen, macht euch keine Sorgen. Ich weiß, wir haben jetzt schon fast 20 Minuten um, aber für mich ist halt ein wichtiger Punkt. Ich habe auch am Anfang gesagt, ich möchte gerne intensiver darauf eingehen, die Siedlung zu bauen, als im Haupt-Let's Play. Da hatte ich es auch irgendwie eilig, weil neues Spiel, ich wollte alles erfahren, alles sehen, Spiel durchspielen. Ich finde es gut, dass ich jetzt quasi die Zeit habe, auch mal ein bisschen bei diesem Spiel zu entspannen. So, okay. Dann brauchen wir noch die kleinen hier. So, und wie gesagt, hier würde ich gerne irgendwie eine Mauer durchziehen. Vielleicht ist es ja auch doch gar nicht so schlecht, wenn wir nicht die Dächer nehmen, sondern was, wo war das nochmal? Lager, war das Lagerhaus? Ende. Nee, das war nicht die Wand. Stallwände, ne?
Wenn wir die Wände jetzt hier so aufbauen, dann ragen sie so ein bisschen über. Diese Lücke gefällt mir noch nicht. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Huch, hi. Ihr nehmt's weg. Fünfmal die falsche Taste gedrückt. Mal gucken. So. Ja. Und das ist dann schlussendlich die Scheiße. Ich habe auch kein Problem, wenn es irgendwie überragt. Das wäre dann so ein geiler Zaun halt, ne? Die Richtung passt mir halt nicht. Was ist, wenn ich den hier wegnehme, den hier wegnehme und jetzt so eine Wand hier so ransetze? Rein theoretisch würde es gehen. Aber das deckt nicht. Wieso deckt das nicht? Ach, diese Scheiße! Okay, wisst ihr was? Wisst ihr was? Mir ist gerade was eingefallen. Mir hat ja die ganze Höhe von dem ganzen Kram sowieso nicht gepasst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat mir nicht gepasst. Vor allem, weil das hier, weil der Boden halt kacke ist. Was passiert, wenn wir die Kuh töten, weil sie mir im Weg ist? Geh dir weg, Mann! Ich habe Dinge zu tun, Dinge zu planen. So, wir werden noch einmal ganz kurz was probieren, dann bauen, dann laufen wir weiter. Eine Sache würde ich gerne noch probieren. Weil ich möchte auch nicht zu lange hier dran hacken. Und zwar, wenn wir so eine Treppe hier hinbauen, ne? Genau, falsch rum. Geil, Zero. Einfach geil. Du bist der Größte. Du bist der Beste. Ich würd dich gerne drehen. Da warst du gerade. WTF! Okay, genau. Genau so. Dann haben wir hier eine neue Höhe. Eine Höhe, die vielleicht sogar besser zu dem passt, was wir vorhaben. Wir nehmen also wieder so einen stinknormalen Boden und setzen ihn hier an. Wäre das nicht vielleicht sogar noch schlauer, das so zu machen? Nein! Die Pfeiler. Oh, das sind meine Pfeiler. Ich will die mal. Warum machst du mir das Leben so schwer, Spiel? Kannst du es mir nicht einfacher gestalten? Muss ich hier jetzt ernsthaft nochmal so einen Zaun durchziehen? Warum ist das Leben so kacke? Warum kann ich einmal irgendwas passen? Okay, rein theoretisch. Nur rein theoretisch. Ich meine, das könnte ich sogar hier reinziehen, ne? Gut, da nicht mehr, wegen der Tür wahrscheinlich. Ich meine, schauen kostet ja nichts, außer Holz. So, ich hab's gebaut gekriegt. Nur mal rein theoretisch. Was? Ich habe irgendwo was gebaut. Egal. Es wäre so geil, wenn ich es da durchbauen könnte. Aber auch dafür gibt's eine Mod. Ich erinnere mich, ich hatte die Mod mal benutzt. Okay, das zeigt uns mal wieder, dass wir wirklich warten sollten, dass ich eine Mod installiere, die es uns erlaubt, in Gegenstände reinzubauen, wenn ich sie denn wiederfinde, was ich nicht weiß. Was zum Teufel? Darunter war irgendwas. Aber an sich könnte ich das hier einmal komplett durchbauen. Wisst ihr? Und dann haben wir auch keine Probleme. Und dann verschieben wir halt den ganzen Quatsch ein nach oben. Ich meine, das ist jetzt nicht so tragisch. Das kann ich mal selber machen an einem Abend. Hätte ich auch ehrlich gesagt keine Probleme damit, weil im Endeffekt würde es uns vieles erleichtern, dass wir hier zum Beispiel auch weiterbauen könnten. Und diesen Hügel mitnehmen. Oh. Piper?
Warum versteckt sie sich da? Aber gut. Lassen wir es sein, das waren 20 Minuten der heutigen Folge, die wir nur damit verbracht haben, Scheiße zu bauen. Uns geht's nicht gut. Uns geht's nicht gut, Freunde. Und wir haben den wichtigsten Punkt vergessen, den ich bauen wollte. Schön. Darum kümmern wir uns gleich. Wir müssen hier nochmal ein bisschen Zeit verbringen. Ich meine, ich bin extra hierher gekommen wegen einer bestimmten Sache. Und das waren... Waren das die Läden? Nö, aber Läden kann ich auch bauen. Herstellungsdingenskirchens. Lokale Anführer benötigt Rang 2. Ihr wollt mich verarschen, oder? Ich wollte doch bauen. Ich brauche Rang 2. Okay, wir brauchen noch ein Level up. Aber ihr seht schon, wir haben einen Grundriss von dem, was wir planen möchten. Gut, wir gucken uns mal unsere Mission an. Was haben wir denn so Schönes auf unserem Plan? Sprich mit Paladin Dance. Naja. Erste Schritte, berichte den Siedlern bei Tenpennys Bluff von deinem Erfolg. Ah, die sind so weit weg. Gib Sheffield eine Nuka-Cola. Erkunde das Combat Zone. Sprech mit Sturges. Ach, das müssen wir auch noch machen, ne? Gut. Tenpennys Bluff. Sag mal, stinkst du? Ich dachte schon. Ich komme. Ach ja. Man läuft ja hier anders. Ich habe noch immer noch meine Probleme von Kingdom Come. Weil ich das ja vor Fallout gespielt habe. Die Spiele ähneln sich nur vom Look her so ein bisschen, weil da läufst du eigentlich auch First Person durch die Gegend, was wir jetzt gerade nicht tun. Aber egal. So, wir haben Hunger, ne? Habe ich was zu essen dabei? Zurück will ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, wir laufen jetzt sowieso ins andere Zuhause. Wir haben noch ein bisschen Kram und Dandy Boy, Eichhörnchen am Stiel, so. Ohne hier was gefuttert. Und hier waren Ghule. Die Frage ist, leben diese Ghule wieder? Touchman. Wo ist das überhaupt, wo wir jetzt hinlaufen? Wahrscheinlich ganz am Rande war das, ne? Ich bin ja gar nicht so weit weg. Das wirkt immer so weit weg. Vor allem bin ich auch nicht weit weg von zu Hause. Ich meine, da müssen wir sowieso hin wegen Sturges. Aber rennen wir erstmal in diese Richtung. Genau, das ist ja gleich da oben. Stimmt, hier waren die Schienen. LOL. Ist ja gleich um die Ecke. Hä? Es kommt mir immer so vor, als wäre das so eine Riesenreise, die wir immer machen, weißt du? Und dann laufe ich hier irgendwie 2, 3 Schritte und dann sind wir da. Geil. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich meine, beim Bauen war das jetzt nicht so schlimm, aber ich glaube, ich habe keinen Ton, oder? Doch, habe ich. Alles gut. Ich weiß nicht, in diesem Spielmodus wirkt alles wie so eine lange Reise. Wir haben gerade erst die Vault verlassen, weißt du? Und ich denke, wir sind immer am anderen Ende der Map. Ich bin froh, dass wir hier noch keine riesen Viecher treffen. Also sowas wie Todeskrallen und so ein Kram. Das würde mir jetzt noch fehlen. Ich bin gespannt, wann wir das erste Mal richtig Probleme kriegen. Ich meine, wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo wir nicht mehr so viele Probleme mit Raidern haben, aber wie wir die meisten Leute brauchen einfach nur Hilfe. Wir müssen sie ihnen nur anbieten. Ja. Wie wir alle wissen, ist in Fallout menschliche NPCs wirklich das eins der wenigsten Sachen, die es hier gibt, die schlimm sein könnten. Hallo? Bin ich da vorbeigelaufen? Oh, sorry. Datos. Sehr schön. Ich meine, guckt euch an, wie weit wir gelaufen sind. Das waren wirklich nur ein paar Schritte. Und es kam mir vor wie so eine Ewigkeit. Dass wir irgendwie so eine Ewigkeit, so 3.000, 4.000 Kilometer entfernt von diesem Ort sind. Da seht ihr mal, was dieser Spielmodus aus einem macht. Hallo? Ich will reden. Ernsthaft? Ich kann nicht warten.
So. Ja, ich so, die dürfen auf einer Matratze schlafen, aber ich. Ich schlafe auf einem Stuhl. Wie stehe ich auf? Ich will aufstehen. Hallo? Hast du die Raider gefunden? Hab mich um sie gekümmert. Ja, ich hab mich um sie gekümmert. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Yay, jetzt darf ich die Matratze benutzen. Schlafen wir direkt mal ein paar Stunden. So, du kannst nicht länger als 5 Stunden auf einer dreckigen Matratze schlafen. Toll. Viper, aus dem Weg. Gut, dann gehören die schon mal uns. Wir müssen hier noch eine Versorgungslinie einrichten, ne? Lila, warte. Ja. Es ist schön, endlich mal positiv in die Zukunft blicken zu können. Versorgungsroute nach Sanctuary Hills. Mein Rücken tut weh. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Du ziehst das durch hier. So, jetzt gehen wir zu Sturges zurück. Und wir müssen sowieso noch mal kurz zurück. Wir haben jetzt 2 Aufgaben zu Hause. Von daher lohnt sich das auch wirklich mal nach Hause zu laufen. Auch wenn es jetzt nicht so weit weg ist. Wie man sich das eigentlich denkt. Hast du das gesehen? Alpha Mischling! What the fuck? Oh, dein Arm! Ah, Hilfe! Hilfe! Helf mir! Oh mein Gott! Es will mich töten! Was ist das denn zu einem Alpha Mischling? Wollte ich mich verarschen? What the fuck ist ein Alpha Mischling? Oh Gott, meine Siedler sterben. Nee, es ist nur Piper, alles gut. Ja? Das war aber nicht nur der eine, oder? Das ist ein verdammter normaler Mischling. Hier waren noch 2. Alter, mir geht's gar nicht gut. Ich komme nicht mal lebend nach Hause. Aber hier sind die Routen, die wir haben. Nicht wirklich viele. Wir müssen von Abernethy Farm müssen wir auch noch rüber. Ich wollte Medizin nehmen, ne? Allzu viel habe ich ja nicht. Alpha-Mischling? Hallo? Fred O'Connell? What the fuck is this? Wer ist das? Weitergehen! Wer bist du? Tut mir leid, nichts zu verkaufen. Ich gehe zu Vault 81, um Nachschub zu holen. Vielleicht findest du ja dort, was du suchst. Entschuldigung. Tut mir leid. Nichts. Vault 81? Da sollten wir auch mal hingehen. Okay, erstmal müssen wir dieses Mischlingsproblem lösen. Er ist der Gegner heute, weißt du? Direkt so ein verdammter Mischlingsbastard. Okay, das ist Blut. Ich habe nur Erfahrung für einen bekommen. Aber das schmeckt mir gar nicht. Und das Viech war echt krass drauf. Es hat echt keinen Spaß verstanden. Hä? Okay, Fakt ist, dass die Gegner respawned sind. Sonst wären die Hunde ja nicht da, ne? Was so viel bedeutet, dass die Raider doch auch da sein müssten. Oder sind die auf ewig weg? Nicht, dass ich hier plötzlich einen Headshot bekomme und weg bin. Okay, der Hund ist anscheinend weg. Tot oder was weiß ich. Habe einfach keine Erfahrung dafür bekommen. Ist mir auch egal. Hauptsache, ich bin in Sicherheit. Wir kommen nach Hause. Ich muss immer prüfen, ob diese Tiere nicht vielleicht hier legendär sind.
Denn so eine legendäre Hirschkuh wäre eins der leichteren Opfer, die ich auch hinkriegen kann. Deswegen würde ich sowas immer vorziehen. Und vielleicht werden wir demnächst auch hier runtersteigen. Das wäre vielleicht auch noch so ein Ziel, aber... War das hier irgendwo? Nee, das ist schon Sanctuary. Da hinten ist auf jeden Fall irgendwo so eine Grube. Und da müssten wir eigentlich demnächst mal auch runter. Gibt's erstens richtig coolen Stuff und zweitens viele Gegner, die einen töten wollen. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja sterben anscheinend. Jetzt hätte ich den sicheren Weg genommen nach Hause und nicht diesen hier. Und ich darf meine Lektionen nie vergessen. Immer speichern, wenn es geht. Man vergisst das so schnell. Man hat ja damals Fallout gespielt, konnte aber schön speichern. Und jetzt läufst du halt durch die Gegend. Und sobald du einen Schuss abbekommst, Hundis. Oh mein Gott. Fuck, Hundis. Das ist dafür, dass ihr mich angegriffen habt vorhin. Die nicht ihr wart, aber egal. Muss mich verteidigen. Oh, eine Golduhr am Start. Danke. Hui. Hundi war nett zu mir. Ich respektiere das Hundi. Zu Hause. Ja. Jetzt werden die bestimmt von Rädern angegriffen und ich sterbe dabei. Hundertprozentig. Ah, altes Heimglück alleine. Was ist das? Hä? Eine Mini-Atombombe? Halt's wohl! Hä? Seit wann steht das da? Egal. Hey, meine lieben Bewohner! Freut ihr euch, dass ich wieder da bin? Hier gibt es natürlich wieder wahrscheinlich jede Menge Müll abzunehmen. Ja, ich kann die ganze komplette Straße wegnehmen. Das war ein scheiß Fehler. Kacke, jetzt muss ich den ganzen Kram hier wegmachen, ne? Sorry! Na, lassen wir es erstmal. Oh, ich kann das ganze Zeug hier wegmachen. Cool! Steht das nicht mehr im Weg? Auch nicht schlecht. So, zu Hause, ja. Na, was geht? Hey, wie geht es dir? Ach, ist das schön, wieder hier zu sein. Können wir die Waffenbank direkt mal nutzen? Wenn du mir eine zweite Druckpresse basteln könntest, wenn du schon dabei bist? Nein. So, was benutzen wir denn häufig? Die 10 mm, ne? Wir können... Ja, auf 19 Schaden können wir... Schaden ist natürlich nicht schlecht. Gehärteter Verschluss. Feuerrate, dass die runtergeht, finde ich jetzt nicht so schlimm, ne? Feuerrate brauche ich überhaupt gar nicht. So 22 Damage, 27... Oh Gott, ja. Mächtiger Verschluss, was brauche ich denn dafür? Waffenfreak, ach. Ihr wollt mich doch quälen. 27 Waffenfreak, ach. Das kann ich auch alles gar nicht machen. Okay, nehmen wir erstmal die wichtigen Sachen. Was ist damit? Okay, Waffenfreak, Waffenfreak, Waffenfreak. Kann ich echt nichts machen, ne? Okay, wir brauchen Waffenfreak. Geil, einfach geil. Naja, wir haben noch die Heckler und Koch. Die wir auch nicht machen können. Der Revolver, den können wir verbessern. Okay, das ist ja eine unserer stärkeren Waffen, ne? Da sollten wir auch, ich würde aber gerne bei der Munitionsart bleiben, die wir jetzt schon haben. Für den Rest brauchen wir schon, okay, wir machen auf jeden Fall den Gehärteten. Einfach nur ein bisschen mehr Schaden, ne? Lauf. Da kann ich leider nicht viel machen.
Präzision ist vielleicht auch nicht so schlecht, ne? Ja, machen wir. Standardvisier. Ich möchte auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir besser damit zielen können. Ja, so ein Barett brauchen wir nicht. Na gut. Wollen wir die 10mm auch noch upgraden? Ich meine, jedes Upgrade ist eigentlich ganz gut für uns. Wir sollten das machen. Auch wenn es Ressourcenverschwendung so ein bisschen ist, aber... Ich meine, im Endeffekt kommt es halt auch darauf an, dass wir die Leute schnell wegballern, ne? Okay, danke, das war's. So, den anderen Kram haben wir nicht, ne? Schade. Gut, Zeit, was zu trinken. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Ja, finde ich gut. So, erstmal schön was trinken. Du bist gut hydriert. Sehr schön. Mir fehlt noch ein Arzt hier, ne? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Fingernägel hatte. So, gehen wir erstmal zu dir. Ich habe schon wieder Licht angemacht. Was kann ich hier jetzt mittlerweile entfernen? Kann ich nicht entfernen? Pfeife, du. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Ui. Je mehr Siedlungen sich uns anschließen, desto nützlicher ist die Pistole. Irgendwann kannst du dann überall Hilfe rufen. Ich glaube, ich habe dir nie erzählt, was mit den Minutemen passiert ist. Ja. So ich einer der Letzten bin. Der letzte Minuteman? Bist du wirklich der letzte Minuteman? Vielleicht nicht im wörtlichen Sinne. Es muss eine Menge früherer Minutemen da draußen geben, die nach dem Quincy-Massaker angewidert aufgehört haben. Aber wir waren die letzte aktive Gruppe der Minutemen. Und jetzt, nun, jetzt bin nur noch ich übrig. Quincy-Massaker? Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Ich war in Colonel Hollis' Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, allein zurückzubleiben. Ja, schätze, das tust du. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen, aber ich glaube, du schon. Ja, danke. Das von dir zu hören bedeutet mir echt viel, Garvey. Ich weiß das zu schätzen. Heißt das, du machst es? Ja, klar, warum nicht? Okay, ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. General, was? Warum nennst du mich General? Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist... Mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe gehört, dass eine weitere Siedlung in Schwierigkeiten steckt. Dazu habe ich nichts zu sagen. Sie sind hier. Ich hoffe, du kannst ihnen helfen. Wir müssen den Leuten zeigen, dass sie sich wieder auf die Minutemen verlassen können. Wie die Kamera auf mich schwenkt und ich denke mir einfach nur... So, okay, aber wir müssen noch zu Sturges. Wie kahl das aussieht durch die Gebäude. Sturges! Sturges! Da steht er ja. Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Ich kümmere mich drum. Ich bin dran. Sauberes Wasser kommt sofort. Super, vielen Dank. Aber ich habe doch sauberes Wasser, oder? Oder habe ich nur die Pumpe bisher? Ich habe doch sauberes Wasser, oder nicht? Was habe ich hier eigentlich stehen? Was?
Was bist du für eine Scheiße? Wasserpumpe. Das sieht doch funktionsfähig aus. Ja. WTF. Das Gefühl, sie funktioniert nicht. Okay, wir stellen hier einfach irgendwas ins Wasser. Und freuen uns dann Arsch ab. Ressourcen, Wasser, machen wir mal eine schön große, die wir nicht bauen können, weil wir Wissenschaft brauchen. Cool. Machen wir so 3 Stück hier hin. Nö. Weiß schon. Ich weiß nicht, was du bringst. Produziert Wasser, ja. Aber anscheinend nicht genug. Dann brauche ich Strom. Strom. So, wie viel Energie verbrauchst du eigentlich? 2. Dann haben wir 2, 4, 6. Okay, bauen wir 2 kleine. Zack. Zack. Tada, und schon produzieren sie Wasser für uns. So. Easy going, ey, was machst du da? Finger weg! Achso, dann kümmerst du dich um den Scheiß. So. Hier habe ich um Wasser gekümmert, Sturgis. Mehr Wasser kann ich wirklich nicht bieten. Echt beruhigend, eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Oh. Ich hoffe, wenn wir uns hier niederlassen, müssen wir was anbauen. Ich leg los. Ich fange gleich mit dem Anpflanzen an. Klingt gut. Ach so, ich hatte das Wasser schon. Ha! Ha! Ist das cool. Tut mir leid, ich wäre gerade keine gute Gesellschaft. Was? Das ist kacke jetzt. Okay, wir haben jetzt 30% Nahrung. Der muss also noch ein bisschen mehr gehen. Guck mal hier. Scheint wirklich was zu werden. Ja, jetzt beweg dich. So, und daraus können wir dann direkt Neues machen. Das werden wir dann höchstwahrscheinlich irgendwo da auf eine leere Fläche machen, wo kein Gras ist. Damit es alles ein bisschen schöner ist, ne? So, und dann haben wir heute wieder nicht viel gemacht. Ja, Leute, es tut mir leid, aber manchmal muss man sich auch um die Ressourcen kümmern, ne? So. Packen wir erstmal hier alles random hier hin, ne? Zack. Huch. Oh. Ich glaube, ich habe jetzt alles kaputt gemacht. Yep. Ja. Gut. Das können wir alles neu bauen. Nein, solange der Weg hier steht, ist alles gut, ne? Ich darf das hier nur nicht entfernen. Wenn ich das hier entferne, ist alles kaputt. Oder auch nicht. Was? Hört ihr das Karawanen-Notsignal an? Was? Was für ein Scheiß? Ich glaube, wir kriegen das auch hin, wenn wir das alles hier entfernen. Oh Scheiß, das war der Boden, ne? Ja, das war kacke. Oder auch nicht, hä? Oh, ich habe die Wand entfernt, oder? Was? Ach nee, ich hatte da drunter Boden. Oh! Oh. Oh, ja, da werden wir drüber bauen müssen. Sieht das kacke aus? Frag mich nicht, was das für ein Geräusch war. So. Okay, Klingenkorn, das ist Essen? Okay. Zack, zack, zack. Dann können wir hier noch ein bisschen Mais anbauen. Ein bisschen was von dem Scheiß. Erstmal überall was hinquetschen, weil noch wissen wir nicht, wohin damit. Es wird später schöner. Hier könnten wir es hinbauen. 60%, 80%, go, gib mir mehr. 100%, dankeschön. Das wird noch, Freunde, das wird noch. Oh. Lagen die schon immer so scheiße da? Hm. Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause. Ja, ja, ja. Jetzt, wo wir uns
Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung. Okay. Ich kümmere mich drum. Danke. Schnauze. Oh. Dein Charakter gefällt mir. So, auf dem Weg können wir hier mal alles entfernen, ne? Wir kriegen das schon wieder schön hin, Freunde. Keine Sorge. Okay. Keine Sorge. Alles wird gut. Ist das mein Teleporter? Keine Ahnung, ich glaube schon. Da fässt ihr meine Powerrüstung an, ich glaub's nicht. Wir werden hier eh umgestalten müssen, also von daher, was soll's. So, viel schöner, oder? Ah, viel angenehmer. Nun denn. Verteidigung sollen wir machen, ne? Gut, dann kümmern wir uns drum. Was ist das hier eigentlich noch? Tomatoes, stimmt. Tomatoes. Hier, bauen wir hier eine kleine Tomato-Plantage an. Da haben sie wirklich mehr als genug Essen. Ich habe so viele Tomatoes. Alter. So, das würde erstmal eine Zeit lang reichen. Dann brauchen wir Schutz. Wir werden natürlich erstmal alles ein bisschen wahllos reinquetschen. So, Geschützturm, Geschützturm, Geschützturm. So, die werden sowieso nur von der Seite kommen, soweit ich mich erinnere. Soweit ich mich erinnere, Freunde. Energie. Ach so, ihr funktioniert so. Ja, cool. Reicht das schon an Schutz? Hallo? Achso, das passt sogar mit der Verteidigung. Nice. Wir haben übrigens ein Level-Up. Was bedeutet, wir können gleich lokale Anführer 2 machen. Und wir laufen sowieso gleich wahrscheinlich nochmal in die richtige Richtung. Wo ist Sturges? Ach, verdammt, ey. Lauf doch nicht weg. Du bist an diesen Ort. Halt's Maul. Danke, dass du das erledigt hast. Wir werden alle ruhiger schlafen. Der Weg war lang. Hm. Was jetzt? Was jetzt? Tja, jetzt müssen wir wieder lernen zu leben, anstatt nur zu überleben. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mach mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann. Yay, abgeschlossen. Oh, ein ganzes Level bekommen, ey. Hallo. Bitte nicht reinfallen. Hoppala. Ey, wir machen das alles noch schön. Oh Gott, wir machen das noch schön, Freunde. Keine Sorge. Wir machen das noch schön. Alles wird gut. Ich meine, das Gute ist, wir haben die Dinger schon dahin gebaut. Das heißt, wir haben die perfekte Höhe für das, was wir benötigen. Also mache ich mir auch keine Sorgen. So, ich kann es euch gerne mal... Ach ja, stimmt, haben wir nicht. Da war ja was. Das passt, glaube ich, alles nicht perfekt hin. Ich kann es da nicht mehr ranbauen, doch kann ich. Hier, das ist das fucking Problem. Wobei, ehrlich gesagt, ich die Seite noch besser finde, aber kann ich es nicht aufbauen. Okay, das regelt der Zukunft Zero. Ich mache mir da keinen Stress. So. Wir wollen... Nein, wir wollen das Level abmachen.
Lass mich in Ruhe spielen. Das Level up machen. Hallo? Hä? Pip-Boy? Ich kann auf meinen Pip-Boy nicht zugreifen. Ich kann nicht mal das Licht anmachen. Aber ich kann schießen. Okay, wir haben keinen Pip-Boy. Wir sollten speichern. Geilo. Wenn's läuft, dann läuft's. Oh Gott, komme ich in mein Bett? Ja. So, kurz gespeichert. Ach ja, Krankheit. Ich kann auf meinen Pip-Boy zugreifen. Level up. Wir brauchen lokaler Anführer Stufe 2. Danach brauchen wir Waffenfreak und den ganzen Kram und Rüstungsschmied und hast du nicht gesehen? Ach Gott. Aber wir machen erstmal den Weg für Kinderkrippe Greentop freimachen. Und der Kram befindet sich wo auf der Karte? Da hinten. Mass Fusion. Ich glaube, da müssen wir später hingehen. Das ist mir auch ein bisschen zu weit weg, muss ich sagen. So, wie wäre es dann mit Töte die Ghule in College Square? Das hört sich doch vernünftig an. Ghule sind ja gar kein Problem. Ja, das hört sich gut an. Wir können dann zu Hause vorbeischauen wahrscheinlich, ja. Schauen wir in unserem neuen Zuhause noch vorbei und dann haben wir es. Ach, hier haben wir ja auch noch. Stimmt. Oh Gott. Wir haben so viele Siedlungen, um die wir uns doch kümmern müssen. Keine Sorge, Freunde, für alle, die das erste Mal dabei sind, das ist der Ladescreen. Stimmt. Stimmt, ja. Oh, mein Hundi ist hier. Wo ist eigentlich Piper? Piper? Wow. Piper ist weg. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Ressourcen, Läden, Energie. Ach, Kristall. Ach, ich will ja keine Leute. Ja, dann leckt mich doch. Ich brauche keinen, der mir hilft. So, Leute. Jetzt geht's weiter. Tut mir leid, dass wir heute nicht so viel gemacht haben. Aber das muss leider auch manchmal sein. Wir sehen uns ja nächsten Samstag bereits wieder. Von daher mache ich mir da keinen Kopf. Ich werde jetzt auch gleich die nächste Folge direkt aufnehmen. Weil ich gerade voll Bock drauf habe, endlich mal loszuziehen. Ja, den ganzen Rumgequatsche, Rumgebaue. Will man doch auch irgendwie mal ein bisschen Action wieder haben. Wie habe ich das Gefühl, dass... Hätte ich nicht da in die Richtung laufen müssen? Ich laufe irgendwie richtig. Ich hätte schwören können, wir sind das letzte Mal hier runtergelaufen. Naja. Haut schon irgendwie hin. Ich mache mir da keinen Kopf. Auch wenn diese Stille einen fertig macht hier. Wir müssten ja eigentlich gleich sogar bei einer anderen Siedlung vorbeikommen. Sollte das so hell sein da hinten? Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Ich kenne diesen Ort. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir waren hier schon mal, ne? Ja, wir haben auch hier schon geplündert. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Jetzt bin ich ja jetzt einmal komplett rumgelaufen, ne? Und jetzt sehen wir halt wirklich erst, wie weit ich gekommen bin. Nur ein Mini-Stückchen. Wir sind jetzt wieder bei unserem neuen alten Zuhause. Oh mein Gott. Ich bin erst ein paar Meter gegangen, ey. Hab schon, was weiß ich, wie viele Folgen aufgenommen. Was ist hiermit? Oh. Okay. Nehme ich. Cool.
Ganz vergessen, einzusammeln. Es kommt ein Ghoul von der Ecke. Bah, tot. Das wär's. Wo ist jetzt mein Zuhause? Ja gut, jetzt sind wir eh fast da. Wenn ich sterbe, laufe ich halt den ganzen Weg nochmal. Halt, ich muss zurück zum Abspeichern, weil die Folge vorbei ist. Freunde, ich habe einen Grund gefunden, nach Hause zu laufen. Ich habe nur einen gesucht. Ach, so sind wir ja wirklich hier schon. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, das war's dann für diesen Samstag. Wir sehen uns nächsten Samstag zu einer neuen Folge wieder. Und dann wird's auch wieder ein bisschen actionreicher, versprochen. Ich laufe jetzt einfach nur nach Hause, gehe da eine Runde schlafen, damit es gespeichert ist. Weil ich muss gleich, ehrlich gesagt, nochmal ganz kurz wohin. Und da möchte ich nicht hier in der Wildnis rumstehen. Und ja, haut rein. Ciao.